Das hier ist das neue Sony FE 20-70mm F4G. Hinter diesem schönen Namen verbirgt sich Sonys neues Standard-Zoom. Es ist leichter, schneller und schärfer. Die Frage ist nur, als was? Das und warum Sony gerade diesen Brennweitenbereich gewählt hat und warum es den stolzen Preis von 1599 Euro wert ist, erfährst du in diesem Video. Von außen ist das neue Objektiv erstmal nicht besonders spannend. Wie wir es von Sonys neuen Objektiven gewohnt sind, ist es klein und mit 488 Gramm auch extrem leicht. Außerdem hat es einen dedizierten Blendenring mit Lockfunktion und natürlich sind auch die zwei Funktionsknöpfe wieder mit dabei. Zwar fährt das Objektiv beim Zoom heraus, bleibt dabei aber relativ kompakt. Viel mehr gibt's dabei auch nicht wirklich zu sagen, also kommen wir am besten mal direkt zur optischen Bildqualität. Wir sind in den letzten Jahren von Sony gewohnt, dass hier mit den neuen Objektivgenerationen die Messlatte der optischen Qualität immer weiter höher gelegt wird. In Sachen Verzeichnung, Chroma, Vignettierung und natürlich Schärfe sieht man immer mehr Wandel, weil die Kameras, wie beispielsweise hier eine Sony 7R5, auch immer mehr abverlangen, um die perfekten Bildergebnisse liefern zu können. Sony musste also bei dem neuen Objektiv viele Kriterien erfüllen, um a. den Preis zu rechtfertigen und b. sich von den anderen Objektiven auch qualitativ abzusetzen. Schauen wir uns also mal an, was bei einem neuen Objektiv wichtig ist. Die Bildqualität. Wie bereits erwähnt, haben wir das Objektiv mal gegen die relevanteste Konkurrenten verglichen und haben dabei das ein oder andere Mal ganz schön dumm geguckt. Bevor wir uns aber anschauen, wer hier alles im Ring ist, vergesst nicht, das Video zu bewerten und dem Kanal ein Abo dazulassen, wenn ihr noch mehr von solchen Vergleichen sehen wollt. Angefangen mit dem Sony 20mm f1.8, welches im März 2020 auf den Markt kam. Das älteste Objektiv der Runde ist das 2470 f4 Sony Zeiss, das mittlerweile ziemlich genau 9 Jahre alt ist. Auf der anderen Seite stehen dann das deutlich günstigere Tamron 28-75 G2, was zwar nicht ganz so weitwinklig ist, dafür aber mit einer Offenblende von 2.8 daherkommt. Und weil es in derselben Preiskategorie ist, das Sony 2470 GM Version 1. Als unseren ultimativen Maßstab für Auflösung und optische Qualität vergleichen wir alle genannten Objektive aber noch einmal mit unserem 2470 GM2, welches zwar in einer komplett anderen Preisklasse spielt, aber dafür zeigt, was aktuell in einem Standard-Zoom möglich ist. Bevor wir uns die Bildergebnisse angucken, die wir euch übrigens auch zum Download zur Verfügung stellen, mehr dazu gleich, müssen wir einmal die Rahmenbedingungen für diesen, sagen wir mal, wissenschaftlichen Vergleich erläutern. Wir haben mit allen 6 Objektiven ein Bild vor einem Gebäude bei ca. 20 Meter Abstand auf jeweils der kürzesten und der längsten Brennweite gemacht. Das Ganze haben wir jeweils mit der größten Offenblende des jeweiligen Objektives einmal auf Blende 4 und einmal mit Blende 8 fotografiert. Für die Fotos haben wir die Sony A7R5 genutzt. Alle Bilder seht ihr in JPEG unkorrigiert und direkt aus der Kamera. Den Test haben wir dann noch einmal vor einer Backsteinwand bei ca. 2 Meter Abstand ebenfalls bei den gerade genannten Brennweiten und Blendenwerten wiederholt. Etwas unfreiwillig durften wir auch direkt nach unserem Test die Wetterbeständigkeit des Objektives testen. So, dann kamen wir doch mal zu einem spannenden Teil. Was ist uns aufgefallen? Fangen wir einmal mit der Schärfe an. Wenn wir uns hier alle Objektive bei Blende 4 angucken, wird schnell klar, warum das neue 20-70mm 1600 Euro kostet. Es ist nicht nur in der Bildmitte, sondern auch in den Randbereichen sowohl bei 20 als auch bei 24mm extrem scharf und hat keinerlei Probleme damit, die 60 Megapixel der A7R5 abzubilden. Zwar sieht man einen leichten Unterschied zwischen 20 und 24mm, was uns persönlich allerdings wenig überrascht, da wir uns dabei schon in einem extrem Weitwinkelbereich befinden. Schwierigkeiten bei der Abbildungsleistung hat hier aber ganz klar das alte 24-70mm Zeiss, welches hier deutlich verschwommener aussieht und gleichzeitig auch einen merkwürdig grünen Farbstich aufweist. Dieser Farbstich zieht sich dabei übrigens durch alle Brennweiten und Blendenwerte durch. Spannend ist ja allerdings der direkte Vergleich zwischen dem 29-70mm und dem 20mm f1.8. Hier sehen wir kaum Schärfunterschied, jedoch scheint das neue 20-70 besser mit den 60 Megapixeln der A7R5 klarzukommen. Man sieht hier im Allgemeinen ein glatteres Bild. Interessant ist hier ganz klar auch der Vergleich zum Tamron 28-75 G2, welches abgeblendet im direkten Vergleich sehr gut abschneidet, zumindest was die Schärfe angeht. Im Vergleich zu den beiden 24-70 G-Master Objektiven können wir beruhigt sagen, dass das neue 20-70mm tatsächlich ein gutes Stück schärfer ist als das alte 24-70 GM Version 1. Jetzt muss man ja aber fairerweise auch anmerken, dass das GM1 bereits ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat und damals auch noch nicht für eine so hohe Auflösung entwickelt wurde.
Das führt uns dann aber auch direkt zum neuen 2470 GM2, was hier nochmal ein gutes Stück schärfer ist. Auch bei dem geringeren Abstand von ca. 2 Meter zu dieser Backsteinwand ziehen sich unsere Beobachtungen ebenfalls durch alle Brennweiten und Blendenwerte durch. Verzerrung spielt bei einem Weitwinkelobjektiv natürlich eine sehr große Rolle und hier gibt es tatsächlich eine interessante Beobachtung. Alle Objektive mit einer großen Offenblende, sprich beide G-Master, das Sony 20mm und das Tamron 28-75, weisen hier eine größere Verzerrung auf als die beiden Objektive mit maximaler Offenblende von F4. Hier haben wir damit übrigens auch den Schwachpunkt des Tamron gefunden. Denn in allen Brennweiten weist das Tamron die größte Verzerrung auf. Wobei hier das neue 20-70mm von Sony der klare Sieger ist. Damit ihr euch nun aber auch selbst ein Bild von den optischen Unterschieden machen könnt, stellen wir euch unsere Samples auf unserer Homepage zum Download bereit. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr eh schon runterscrollt, dann spricht auch nichts dagegen, mal den Daumen zu drücken. Die Vergleichstests haben uns aber nicht nur gezeigt, welches Objektiv in Sachen optischer Qualität die Nase vorn hat, sondern auch, warum Sony genau diesen Brennweitenbereich für ihr neues Objektiv gewählt hat. Denn allgemein gilt, je kürzer die Brennweite, desto wichtiger und ausschlaggebender wird jeder einzelne Millimeter. Wenn wir uns mal die drei hier miteinander verglichenen Weitwinkel anschauen, dann fällt direkt auf, dass nur mit dem 20mm das gesamte Schauspielhaus draufkommt. Bei 24 und gerade bei 28mm sieht man erst, wie groß der Unterschied tatsächlich ist. Seit Sonys XD-Linear Fokusmotor-Design ist die Naheinstellgrenze der Objektive immer ein großer Punkt gewesen. Gerade mit den neuen G-Master-Objektiven sind wir da richtig verwöhnt worden. Wir sind froh, dass diese Verbesserungen auch an die G-Serie vererbt werden, denn auch bei den 2070 hat Sony uns eine Naheinstellgrenze von 30 cm im Weitwinkel und 25 cm im Telebereich spendiert. Aber kommen wir mal zu einem Fazit. Mit dem neuen 20-70 F4G beweist Sony mal wieder, was sie in Sachen optischer Qualität alles aus so ein bisschen Glas herausschleifen können. Der Brennweitenbereich deckt von Landschaft über Architektur bis hin zu Porträt so ziemlich alle Bereiche ab. Was uns aber am meisten überzeugt, ist die optische Qualität der Linse. Es ist rattenscharf. Und ja, es ist so scharf, dass selbst alte G-Master-Objektive nicht mehr mithalten können. Und dabei werden Verzerrung, chromatische Aberration und Vignettierung auf einem absoluten Minimum gehalten. Auch in Sachen Autofokus, Geschwindigkeit und Bedienbarkeit gibt es bei dem 29-70 keine Abstriche. Womit es nicht nur für Fotografen, sondern auch für Filmemacher ein perfektes immer drauf ist. Aber was haltet ihr von dem neuen Objektiv? Sind die 4mm wirklich relevant? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.